Dazu begrüße ich jetzt meine Kollegin Lynn Schüller, Hallo, die Frau bei Fuchs. uns auch im ISF-Projekt und Warnung der Bevölkerung mitarbeitet. Genau. Herzlich willkommen. Hallo, danke. Ja, gleich zu Anfang, ISF, also ich löse ja immer gerne solche Kürzel auf, ISF und Warnung der Bevölkerung. Was verbirgt sich dahinter? Genau, das ist in erster Linie jetzt ein Projekt, ISF. Das steht für den Inneren Sicherheitsfonds der Europäischen Union und wird auch durch diesen zu 75% gefördert. Die restlichen 25% setzen sich aus den Anteilen von Bund und den Bundesländern zusammen. Und genau das ist auch die Stärke des Projekts. Also wir arbeiten hier mit allen Bundesländern zusammen auf Augenhöhe und stellen hier natürlich sicher, dass auch die Ergebnisse des Projektes auch tatsächlich auf die Bedürfnisse der Bundesländer natürlich zugeschnitten sind, ne? Also so der originäre Auftrag des Projekts ist es, Ideen und Konzepte zu entwickeln, wie die Warnung für die Menschen in Deutschland, wie Menschen noch besser gewarnt werden können und noch besser informiert werden können. Genau, wir haben hier zum einen die technische Seite, das modulare Warnsystem, das wir auch kontinuierlich weiterentwickeln. Wir haben hier aber auch den Aspekt von der Technik rüber zum Menschen. Das heißt, eine Warnung ist nur dann quasi effektiv, wenn die durch die Menschen auch wahrgenommen wird und verstanden wird und Menschen danach auch handeln können. Genau, das ist so der ganzheitliche Ansatz, den wir hier verfolgen. Und jetzt dieser geplante bundesweite Warntag. Was steht denn da alles hinter, jetzt in diesem Jahr? Genau, also der bundesweite Warntag ist in erster Linie ein Aktionstag von Bund und den Bundesländern. Wir verfolgen hier das Ziel, dass die Menschen die Warnung oder die Abläufe der Warnung noch besser verstehen, die Wichtigkeit der Warnung wieder ins Bewusstsein der Menschen rufen, genau, damit Menschen auch schlussendlich auch im Ernstfall schon den Ablauf schon kennen. Und damit genau das trägt auch zu dem Selbstschutz der Menschen schlussendlich bei. Ja, das ist ja, hört sich ja gut an, aber es ist ja so, was passiert denn auch im BBK? Sie haben ja gesagt, es sind alle 16 Bundesländer dabei, ja. Aber wir als irgendwie ja quasi Vertreter des Bundes für die Bundwarnung oder Warnung von Seiten des Bundes, was machen wir an diesem bundesweiten Warntag? Also wir lösen dann am kommenden Donnerstag um 11 Uhr die Probewarnung hier in der Warnzentrale aus. Die wurde ja auch schon mal vorgestellt und die wird dann deutschlandweit über die Warnmittel, also die üblichen Sirenen beispielsweise oder die Warn-Apps wie die Nina, aber auch in manchen Städten die digitalen Anzeigetafeln, die dann verwendet werden, wird dann so deutschlandweit die Warnung quasi verbreitet. Genau, ja. Und wenn ich jetzt Bürgerinnen und Bürger irgendwo in, angefangen von, weiß ich nicht, Emden über Görlitz bis München bin, was erwartet denn die Bürgerinnen und Bürger an diesem bundesweiten Warntag? Also die Bürgerinnen und Bürger sollen natürlich in ganz Deutschland die Warnung erstmal erhalten, ne? Und sie erhalten die Warnung um 11 Uhr und anschließend um 11.20 Uhr erfolgt dann die Endwarnung. Mhm. Ne? Also es ist quasi mit dem landesweiten Warntag in NRW beispielsweise zu vergleichen, der Warntag. Ja, es gibt ja auch, es gab schon einige landesweite Warntage, genau, auch in NRW. Wir wissen aber, andere Länder haben es auch gemacht, sei es Bayern, Thüringen. Ja, ja. Und ich erinnere mich ja noch aus meiner Kindheit, dass immer samstags um 12 Uhr die Sirene, bei uns in der Straße gab es nämlich die Sirene auf dem alten Schulgebäude, heulen. Und das ist dann das Signal, dass es quasi losgeht. Aber bundesweiter Warntag suggeriert ja, oder passiert den ganzen Tag etwas. Aber Sie sagen jetzt, um 11 wird gewarnt und um 11.20 Uhr entwarnt. Das heißt, kein Bürger, keine Bürgerin muss damit rechnen, dass den ganzen Tag etwas passiert. Nein, auf gar keinen Fall. Also es muss sich auch niemand irgendwie frei nehmen oder Urlaub nehmen für diesen Warntag. Also es heulen auch nicht den ganzen Tag Sirenen, sondern eben nur zu diesen zwei Zeitpunkten. Genau, aber wir fordern natürlich oder ermutigen auch die Menschen in Deutschland dazu, sich natürlich auch im Vorfeld zu informieren. Das heißt, welche Warnmittel werden in der jeweiligen Kommune oder in dem jeweiligen Gebiet, wo sie sich eben aufhalten, verwendet. Ne, um sich einfach auch selber ein bisschen mit dem Ablauf der Warnung schlussendlich im Vorfeld schon vertraut zu machen, um
nicht aus dem Blauen heraus irgendwie überrascht zu werden. Ja. Dafür gibt es auch die Webseite, ne? Genau. bundesweiterwarntag.de. Genau. Ja. Da wollen wir doch mal jetzt einen Blick drauf werfen. Mhm. Ja? Sehr gerne. Gut. Genau, wir haben hier die Webseite bundesweiter-warntag.de, so kann die aufgerufen werden. Und wir finden hier unter dem Reiter bundesweiter Warntag auf der rechten Seite, genau, unter Wer warnt wo beispielsweise, ist eine Deutschlandkarte. Hier kann man auf das jeweilige Bundesland draufklicken und sieht dann direkt, wird dann direkt zum jeweiligen Ministerium oder der verantwortlichen Behörde weitergeleitet und sieht dann hier auch weiterführende Informationen, welche sich explizit auf das Bundesland dann beziehen. Ja, weil im Grunde genommen wir ja auch als Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zu weit entfernt sind, um jetzt den Menschen in, sagen wir mal, Mönchengladbach zu sagen, genau, oh, die Behörden in Mönchengladbach werden dieses und jenes und das irgendwie unternehmen, genau, sondern dann geht man im Grunde genommen über die Länderseite und sucht sich mehr Informationen da, wo es sein soll. Ja. Genau. Ja. Und wir stellen da aber auch noch mehr Informationen auch zur Verfügung. Genau. Übergeordnet. Genau, erstmal hier, es wird schon das Serviceportal hier aufgerufen. Da sind erstmal frequently asked questions, die wir zusammengestellt haben. Das sind Fragen, die uns aus der Bevölkerung heraus besonders oft erreichen. Aber natürlich können wir auch immer angeschrieben werden oder angefragt werden, falls noch irgendwie noch Fragen bestehen. Und natürlich dürfen auch die Menschen in Deutschland auch die jeweilige Kommune mal anschreiben und fragen, hört mal, welche Warnmittel werden quasi bei uns verwendet. Ja, und wer sich auch schon mal schlau machen möchte, irgendwie wie die Warntöne denn sind, also die Warnung und die Entwarnung, habe ich gesehen, im Serviceportal lagen die auch noch. Genau. Und das ist eben dann die eine Minute Warnung rauf, runter, also Heulton. Genau. Und die Entwarnung ist dann eben quasi ein Dauerton. Genau. Genau. Und wer das vielleicht mal hören möchte oder eben auch, wenn man sich nicht erschrecken will, anderen das vorzuführen, also es wird auf jeden Fall angeboten. Wir können das nur empfehlen, das ist dann eben bundesweiter-warntag.de. Genau. Ja. Und wie Frau Schüller auch angeboten hat, Sie können sich natürlich auch ans Bundesamt wenden oder aber Sie wenden sich an Ihre entsprechende Kommune. Ja, ganz genau. Super. Ja, herzlichen Dank für das Gespräch. Das war sehr interessant irgendwie und das ist ja auch unser Hauptauslöser gewesen, diesen virtuellen Tag der offenen Tür zu machen, weil wir ja sehr daran interessiert sind, Sie zu informieren darüber. Herzlichen Dank.